Culture to go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam zu Culture to go. Culture to go ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, einen Einblick in die deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa zu schaffen. Es sind Themen wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Identitätssuche, die bei unserem Podcast im Vordergrund stehen und die Erlebnisgeneration, ihre Nachfahren sowie ExpertInnen zu Wort kommen lässt. Hallo, hier ist wieder Katharina und diesmal habe ich mich für Culture to go mit Andrea Polanski digital verabredet. Sie ist 18 Jahre alt, lebt im oberschlesischen Gogolin und gehört der deutschen Minderheit in Polen an. Andrea ist neben ihrer Vorbereitung aufs Abi unglaublich engagiert und hat jede Menge Projekte und Ideen. Dabei dreht sich viel um Journalismus, Social Media sowie die deutsche Sprache und Kultur. Was Andrea im Einzelnen umtreibt, warum Heimat ihrer Meinung nach nicht immer ein bestimmter Ort sein muss und was es mit ihrem Plan auf sich hat, eine deutsche Disco zu eröffnen, das erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist und schön, dass du zu unserem Podcast beiträgst und dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Du bist geboren, aufgewachsen und lebst in Gogolin, in Oppeln. Ist das richtig? Ja, genau. Auch erstmal hallo. Und bin aufgewachsen in Gogolin, in der Woiwodschaft Oppeln, genau. Sehr schön. Das ist die Region Oberschlesien in Polen und wir unterhalten uns aber jetzt gerade über Zoom, gerade digital, auf Deutsch miteinander. Ist Deutsch deine Muttersprache? Ja, Deutsch ist meine Muttersprache und ich spreche Deutsch eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Nur mit meiner Mama rede ich im schlesischen Dialekt. Vielleicht noch ganz kurz so zum geschichtlichen Hintergrund. Also Oberschlesien war ja lange Zeit Deutschland. Meine Familie wohnte von Generationen aus hier. Sie waren also Deutsche, sind nach dem Krieg geblieben und dementsprechend sind wir Deutsche und bei uns zu Hause wird Deutsch gesprochen. Und meine Eltern haben sich dazu entschieden, gerade mich und meine Schwester zweisprachig zu erziehen. Also, so wie ich erwähnt habe, reden wir eigentlich alle Deutsch, nur mit meiner Mama im Dialekt. Und Polnisch habe ich eigentlich erst im Kindergarten nach 3 Jahren gelernt. Vielen Dank dafür, dass du uns auch schon die Hintergründe dazu erzählst und auch die geschichtlichen Hintergründe uns schon erklärst. Das heißt, die deutsche Sprache und die deutsche Kultur ist verwurzelt, weil ihr Deutsche seid, so wie ihr eben in Oberschlesien wohnt und das eben schon über Generationen hinweg. Und so kam es eben zu dieser bewussten Entscheidung, wie du gesagt hast, wir erziehen zweisprachig. Polnisch kam dann im Kindergarten noch obendrauf. Ja, im Kindergarten. Ja, das heißt, es sind 3 Sprachen, ne? Wenn man rechnet, Deutsch, Polnisch und eben der schlesische Dialekt auch noch. Das ist eine wahnsinnige Sprachvielfalt, mit der du auch groß geworden bist. Und dann kam in der Schule noch Englisch dazu, in der ersten Klasse. Ach, in der ersten Klasse sogar schon. Das ist spannend. Mhm. Da sind wir schon eigentlich mittendrin im Schulsystem oder wie das bei euch ist, ne? Wie das Schulsystem bei euch geregelt ist. Erzähl doch da mal mehr. Wir hören jetzt, Englisch kommt auch schon in der ersten Klasse mit dazu. Wie sieht das da mit den Sprachen, Fremdsprachen und der Sprachförderung aus? Allgemein, wenn es um die Sprachförderung geht, hat man eigentlich, oder ich hatte es jedenfalls so und Freunde von mir in anderen Schulen auch so, dass man eigentlich ab der ersten Klasse gleich Deutsch und Englisch beides hatte. Dann, als mein Jahrgang schon in der, glaube ich, 4. oder 5. Klasse war, kam dann auch die Möglichkeit, Deutsch als Minderheitssprache zu lernen. Und das haben wir dann auch gemacht. Es kam dann noch so ein zusätzliches Fach dazu, also Wiedza i Kultura, Wissen und Kultur, von der Kultur, von der Nationalität, von der Minderheitengruppe, in dem Fall Deutsch. Ja, und wenn es jetzt so direkt um das Schulsystem geht, da... das ist so ein Mischmasch. Ich ging noch mit im alten Schulsystem zur Schule, also 6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Gymnasium und dann 3 oder 4 Jahre eine weiterführende Schule. Bin jetzt auf einem 4-jährigen Technikum, also dass ich quasi mein Abi mache und zusätzlich gleich noch einen Beruf auch habe und ich bin in der Werbemanagement-Klasse. Dieses neue Schulsystem, was aber gleichzeitig das alte ist, welches noch zu Zeiten des Kommunismus auch funktioniert, also 8 Jahre Grundschule und dann dementsprechend 4 oder 5 Jahre von der weiterführenden Schule.
Klingt alles ein bisschen kompliziert, aber ist halt so. Ja, es klingt auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr spannend, dass du jetzt quasi zur Schule eben auch schon beruflich dich eben aufstellen kannst. Ne? Ist richtig. Du machst dann Abitur Ja, jetzt. also Genau. Abitur mache ich nächstes Jahr und in der Zwischenzeit haben wir auch noch so spezielle Berufstests, die wir Ja. auch schreiben müssen. Bei deiner Ausrichtung, die du jetzt sagst, die du jetzt gewählt hast für dich beruflich, weißt du denn da schon, in welche Richtung es später geht und was du gerne machen möchtest beruflich? Wenn es so direkt um Beruf geht, ist es bei mir auch ein bisschen so ein Mischmasch. Ich bin da auch noch nicht so, ich habe noch nichts präzise definiert, was ich machen möchte. Aber eine Sache, in der ich quasi jetzt auch schon arbeite, sind die sozialen Medien. Man soll sich jetzt nur nicht denken, dass ich eine Influencerin bin oder so. Es geht eher in die Richtung, dass ich für jetzt unsere Organisation von der deutschen Minderheit, aber mittlerweile auch für ein kleines Unternehmen halt die Social Media führe, also Posts vorbereite, Stories, irgendwas für Werbetexte, so etwas halt. Also mitten, ja, in der Social Media Welt bist du schon tätig. Und wenn wir uns das alles angucken, was du jetzt schon alles tust, wir sehen schon, du bist sehr engagiert. Und soweit ich weiß, bist du eben auch sehr engagiert dafür, ja, was in eurer Region eben auch an deutscher Kultur, deutscher Sprache auch gelebt wird. Du bist hineingewachsen. Und gleichzeitig hast du wahrscheinlich für dich dann auch bewusst irgendwann entschieden, auch dich zu engagieren. Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen, wo du dich engagierst, wie du dich engagierst und was du machst? Bei uns in der deutschen Minderheit hier in Oberschlesien ist es so, dass es eigentlich in jedem Dorf oder in jeder Kleinstadt so etwas gibt wie DFK, Deutscher Freundschaftskreis. Und bei mir in Burin gibt es auch so einen. Ich sage vielleicht noch dazu, als die deutsche Minderheit überhaupt in Polen gegründet wurde, ist es gerade in Gugulin passiert und meine Oma hat beim Gründungskomitee mitgemacht. Deswegen waren wir eigentlich die ganze Zeit mit der deutschen Minderheit verbunden. Und so fing es eigentlich an, dass ich erstmal bei uns im lokalen Kreis etwas gemacht habe. Dann bin ich auf die Jugendorganisation von der deutschen Minderheit aufmerksam geworden. Und ja, da fing meine Tätigkeit eigentlich erst richtig an. Erstmal als freiwillige Helferin bei verschiedenen Projekten, als Volontärin. Dann später habe ich im Organisationsteam von einem Charity-Event, welches wir jetzt seit 15 Jahren schon machen, ja, ich war Teil von diesem Team. Und mittlerweile bin ich Vizevorsitzende der Organisation. Wow, herzlichen Glückwunsch dazu. Das klingt wirklich nach viel auch und viel, was du auch tust. Und das organisierst du alles zu Schule und diesem Social Media Job auch noch alles parallel. Du musst gut organisiert Und da sein, kommt oder? noch Journalismus dazu. Ach du meine Güte, erzähl uns davon auch. Was machst du als Journalistin? Wir haben eine, ja eigentlich so eine quasi Medienagentur, halt Zeitung, Radio, Fernsehen, auch von der deutschen Minderheit aus. Und ich war noch 14, da hat man mich kontaktiert, ob ich es nicht bei einem mit einem Praktikum bei Ihnen versuchen möchte. Und ja, so läuft jetzt mein viertes Jahr als Journalistin der deutschen Minderheit. Seit letztem Jahr mache ich schon sogar TV-Beiträge. Also Toll. da gibt es auch viel zu tun immer. Das glaube ich. Und vor allem, wenn du auch sagst, dass eine crossmediale Redaktion ist. Ihr habt Fernsehen, Radio, wie du sagst, und ihr schreibt. Also da sind alle medialen Kanäle auch abgedeckt, ne? Und da seid ihr gut aufgestellt. Magst du uns mehr über diese Redaktion erzählen, wie groß ihr seid, wie viele Leute da mit dabei sind? Wir haben einige freie Mitarbeiter, einige, die festangestellt sind. Also ich würde schon schätzen, dass da 15 bis 20 Personen insgesamt engagiert sind, wenn es uns so das ganze Produktionsteam auch mitgeht. Theoretisch ist die Zeitung polenweit, aber das bezieht sich daher, dass die deutsche Minderheit jetzt hier in Oberschlesien ist und dann auch noch im Norden Polens, also Ermland, Masuren. Deswegen, die Zeitung ist vor allem hier in Schlesien erhältlich und dann dort im Norden. Ja, gut vernetzt untereinander wahrscheinlich auch und Ja. mit Beiträgen und allem, die dann erstellt werden über, ja, in diesen verschiedenen Regionen.
Das klingt ja sehr danach, dass du viel tust, sehr engagiert bist in deiner Freizeit. Wahrscheinlich kann man auch ein bisschen schlecht unterscheiden, was ist Freizeit, was ist Arbeit, was ist Schule. Das geht wahrscheinlich auch alles fließend ineinander über. Wie sieht das Das Schöne denn? dabei ist ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das Alles Schöne gut. ist ja dabei, dass quasi gleichzeitig der Job auch ein Hobby ist und Ja. man macht es immer gern. Ich persönlich habe manchmal sogar Schwierigkeiten mit dem Begriff Hobby, weil es immer so einteilt, ne? Man hat ein Hobby, man hat eine Arbeit und das klingt immer so danach, als ob die Arbeit was Negatives ist. Man macht sie halt, man muss sie halt machen und das Hobby, da kann man dann seine Freude ausleben. Aber es ist, glaube ich, echt schön, wenn man, wenn all das ineinander fließt und man alles mit Leidenschaft machen kann. Und wenn man auch ein Thema gefunden hat, für das man brennt und das man gerne macht. Und besonders schön ist es zu sehen, wenn man solche Themen für sich eben auch schon früh findet, ne? Und auch schon in der Schulzeit schon auch Möglichkeiten hat, zu sagen, okay, ich kann irgendwo mitmachen. Und so nach klingt das jetzt bei dir, wenn man auch auf dich zugekommen ist, schon mit 14 und gesagt hat, hey, möchtest du bei uns mitmachen? Und möchtest du Journalistin werden? Das klingt echt danach, als ob dir da ein Thema zu viel, was du echt gerne und mit Freude machst. Das war damals so eine Überraschung, dass man mich überhaupt angefragt hat. Aber es erwies sich wirklich als eine geniale Sache. Ich liebe mittlerweile das Schreiben. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, gerade in der Zukunft all diese Bereiche, eigentlich so wie ich das auch jetzt mache, so zu verbinden. Social Media, Projektmanagement, Journalismus, das alles kann man schön fließend so miteinander verbinden, sage ich mal so. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass das auch eine Zukunft ist, ne, des Journalismus, gerade im Social-Media-Bereich auch so breit aufgestellt zu sein und dies alles managen zu können, ist da die Zukunft des Journalismus. Und es ist immer sehr, sehr spannend zu hören, wie diese selben Entwicklungen überall auf der Welt halt eben gerade entstehen und sich auch weiter vernetzt. Und wir sind jetzt im Gespräch, ne, für einen Podcast, der bei uns hier in Wiesbaden entsteht. Und wir hören über deine Social-Media-Arbeit und alles verzahnt sich ineinander. Wie ist das denn bei dir im Freundeskreis und im Bekanntenkreis? Sind da auch Leute mit dabei, die so engagiert sind, auch für dieselbe Sache? Wie kann man sich das vorstellen? Da ich ja jetzt auch schon so lange in der Minderheit tätig bin, haben sich auch die Menschen, mit denen ich erstmal zusammengearbeitet habe, zu meinen besten Freunden entwickelt. Und dementsprechend ist eigentlich mein Freundeskreis auch sehr viel mit der deutschen Minderheit verbunden, weil wir einfach hier zusammen verschiedene Sachen machen, Projekte, aber auch, da wir von der Kultur her ähnlich aufgewachsen sind. Ist es manchmal so, dass wir zum Beispiel irgendwo zusammenfahren und deutsche Lieder singen? Mit Freunden aus der Klasse, wenn ich mich treffe, geht es jetzt zum Beispiel nicht so. Ich merke schon, dass halt mein Umfeld auch einen großen Einfluss auf meinen Freundeskreis hat. Ja klar, wahrscheinlich auch unter anderem natürlich auch ein praktischer Grund, so viel Zeit, wie du natürlich auch aufwendest für dein Engagement, ist es klar, dass da natürlich auch viel Zeit mit Menschen verbracht wird, die ähnliche Dinge tun wie du und auch ähnliches Engagement zeigen und ähnliche Interessen haben, klar. Das Tolle ist auch, wenn wir zum Beispiel ein Projekt veranstalten, wir machen das ja meistens auch in einem Team und wir machen einfach das, worauf wir Lust haben. So ein cooles Beispiel, was mir eigentlich jetzt einfällt, was wir letztes Jahr hatten. Eine Freundin und ihr Team, die haben einen Workshop in einem Café gemacht, halt so ein Barista-Workshop Ah, sozusagen. ja. Und das war zum Beispiel so eine Initiative, wo wir uns einfach unser ganzer Freundeskreis getroffen haben. Wir haben ein bisschen was Neues gelernt, was Neues erfahren und gleichzeitig Zeit verbracht, Spaß gehabt. Ja. Führt euch euer Engagement und eure Tätigkeit auch öfter nach Deutschland als Deutsche? Reist ihr auch öfter mal hierher? Und wenn ja, wohin? Vor der Corona-Pandemie Ja. gab es schon einige Projekte in Deutschland. Ob jetzt so ein Wochenendtrip nach Berlin oder auch eine Studienreise, wo wir wiederum verschiedene andere Organisationen, die auch in der Minderheitenarbeit tätig sind, wo wir die getroffen haben. Aber es gibt auch ganz einfache Ausflüge in verschiedene Regionen Deutschlands oder auch so Austauschaktionen. Also eigentlich Deutschland und manchmal sogar auch Österreich.
Ja, jetzt ist die Frage, glaube ich, sehr naheliegend. Ich meine, du arbeitest mit Sprache, ne? Als Journalistin, und in deinem Engagement ist Sprache sehr präsent. Deswegen würde mich interessieren, was bedeutet dir die deutsche Sprache oder was hat sie ja für einen Einfluss auf dich gehabt und auch immer noch? Das ist eine Frage, die ich auch schon mehrmals gestellt bekommen habe. Also, wer wärst du, wenn du die deutsche Sprache nicht könntest? Und als man mir die Frage zum ersten Mal gestellt hat, hab ich wirklich den ganzen nächsten Tag darüber nachgedacht, weil ich nicht direkt antworten konnte. Aber jetzt weiß ich schon, wenn es die deutsche Sprache nicht gäbe es auch mich nicht, weil so komisch es klingt, ich definiere mich auch manchmal durch die deutsche Sprache. Es ist einfach ein Teil von mir. Und ich könnte mir nicht vorstellen, wer ich wäre, wenn ich zum Beispiel jetzt nur Polnisch und den Dialekt könnte. Ich hätte komplett andere Möglichkeiten. Mein Leben hätte sich wahrscheinlich ganz anders entwickelt. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Die deutsche Sprache definiert auch mich als Persönlichkeit. Was damit auch einhergeht und damit auch zusammenhängt, ist die Frage nach Heimat, was ein großes Wort ist. Und dieses große Wort definiert auch jeder anders für sich und muss es auch anders für sich finden und definieren. Was bedeutet das Wort für dich oder dieses Konstrukt? Ist Heimat ein Ort? Ist das die Sprache, wie wir es eben schon hatten, oder die Familie, die Freunde? Wie würdest du das sehen? Das ist auch eine Frage, mit der ich mich auch schon mal beschäftigt habe. Es ist einerseits einfach. Heimat ist für mich ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich sein kann. Und manchmal muss es ja auch nicht zu Hause sein in der Gegend, wo man wirklich aufgewachsen ist, um es dann als Heimat zu definieren. Ich fühle mich zum Beispiel auch, wenn ich in Berlin Zeit verbringe. Ich fühle mich auch da, als ob ich in meiner Heimat wäre. Dazu vielleicht kann ich nur so kurz erzählen, als ich nach der Corona-Pandemie letzten Sommer zum ersten Mal wieder so nach Deutschland gefahren bin, war das gerade für eine Woche nach Berlin. Ich hatte Deutschland von, damit ich das jetzt nicht schlecht sage, die Prinzen oder die Ärzte? Ich glaube, die Prinzen war das. Deutschland von den Prinzen hatte ich so in den Kopfhörern an. Und als ich das erste Schild hinter der Grenze gesehen habe, Berlin, als ich wusste, ich bin schon in Deutschland, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Halt hier in Polen, Schlesien ist auch meine Heimat unter gewissen Aspekten, aber ich kann hier nie wirklich so zu 100% einfach Deutsche sein. Damit werden immer auch noch so andere Sachen assoziiert, manchmal irgendwelche Stereotype. Berlin verbinde ich zum Beispiel einfach mit einer offenen Stadt, wo es eigentlich jedem egal ist, wer du bist, weil du einfach so sein kannst, wie du es möchtest. Und für mich ist es schwer so zu definieren, was genau jetzt Heimat ist. Ich denke, das, was ich am Anfang gesagt habe, einfach ein Ort, eine Gegebenheit, in der ich sein kann. Vielleicht auch in der du sein kannst, auch in der Vielfalt, ne? In der Vielfalt der Sprache, der Ganz Sprachen genau. und in deiner Identität, ne? Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und wenn du auch sprichst, zum Beispiel von Berlin, von Orten, an denen diese Vielfältigkeit der Identitäten auch Normalität auch ein Stück weit ist und auch tagtäglich gelebt wird. Heimat als Gegebenheiten, weniger als fixer Ort, der immer besteht, sondern der sich auch wandeln kann, ne? Und dass man die Gegebenheiten auch immer mal wieder woanders finden kann. Dass ich in meiner Heimat bin, wenn ich jetzt mein Fahrrad nehme und einfach hier in der Natur irgendwo rumfahre. Das ist auch irgendwie so eine Verbundenheit mit der Heimat. Hast du eine Vorstellung davon, wo du mal länger leben möchtest oder auch arbeiten möchtest? Hast du da Träume, Vorstellungen? Traum wäre natürlich Berlin, alternativ auch München. Deutschland ist einfach so ein Traum, so ein Ziel von mir, was ich auch mal erreichen möchte. Und naja, halt jetzt als jungen Menschen zieht es mich auch in den Großstadt. Deswegen sind halt München, Berlin auch so gute Orte. Ich kann mir auch Stuttgart sehr gut vorstellen, weil dort zum Beispiel meine ganze Familie rund um Stuttgart wohnt. So eine präzise Stadt habe ich jetzt nicht, aber Berlin, sagen wir mal, ist so ein Traum. Klar,
dass es einen auch mal in eine größere Stadt zieht, auch gerade wenn man dann die Schule beendet hat. Klar, und dass man das auch erleben möchte, dass du das auch erleben möchtest, klar. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie du es beschreibst, auch wie du schon sehr, sehr klar beschreibst, dass du dir vieles vorstellen kannst, aber trotzdem ist ein bisschen Plan dahinter. Also das hört man bei dir schon klar raus. Und Pläne gibt's schon. ja, genau, wie man das auch hört bei deiner Social-Media-Tätigkeit, dass du auch sehr, sehr breit aufgestellt bist, aber wie du sagst, ne, Management ist da ein Gedanke dahinter. Und ja, da bist du schon auch sehr fokussiert. Da schon. Ja, ich finde es immer noch sehr, sehr spannend, wie du erzählst, wie die deutsche Kultur ja in eurer Gruppe, in der deutschen Minderheit auch weiterlebt und auch Modernität lebt, ne? Also wenn wir uns die ganzen Projekte anhören, hast du schon eine Vorstellung davon, was es noch für neue Ideen, neue Projekte geben kann für euch in eurer Gruppe und in eurer Gemeinschaft? Denkt ihr noch weiter in die Zukunft? Habt ihr schon Pläne, vielleicht auch nach dieser ganzen Corona-Situation, die uns natürlich auch sehr, sehr einschränkt mit dem Reisen und allem drum und dran? Wir hatten letztes Jahr schon viele neue, die wir es geschafft haben, dieses Jahr zu realisieren. Ob jetzt ein mobiler Garten, Graffiti-Workshop, Kino unter freiem Himmel, Garagenkonzerte. Es gibt schon viele Ideen. Wir sehen mal, was wieder nächstes Jahr kommt. Das hängt ja auch oft, muss man sagen, mit Fördermitteln Klar. zusammen, ob man die jetzt die jeweiligen Initiativen bekommt. Zum Beispiel eine Idee, die ich mal hatte, die ich weiter irgendwann mal realisieren möchte, das wäre eine richtig deutsche Disco. Also, okay, ja, junge Menschen mögen Party. Ja. Und dass man das aber mit der deutschen Identität verbindet, dass man wirklich eine Party macht, wo aber verschiedene deutsche Hits laufen. Jetzt Ja. in Polen haben wir so eine typische Partymusik, die heißt Disco Polo. Das mag keiner, kennt aber jeder den Text auswendig. Und dass man sowas mal macht mit der Musik, die wir auch wirklich mögen, die aus Deutschland kommt. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die ich schon länger habe, die ich auch Ja. mal irgendwie schaffen möchte. Ja, das klingt gut. Also ich komme auf jeden Fall vorbei. Bitte, bitte schick mir die Einladung, wenn es soweit Mache ich ist. ganz bestimmt. Sehr, Aber sehr gut. sonst noch so Initiativen, halt bei mir zum Beispiel ist auch viel mit dem Journalismus verbunden. Ja. Auch eine Sache, die ich mal realisieren möchte, das wäre aber, glaube ich, eher so in Deutschland zu machen. Ich bin überhaupt so ein riesen Puls-Funk-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Also Ja, diese ja, Jugendmedien von ja. ARD, ZDF, Genau. die haben wirklich verschiedene Formate aus Reportagen. Und dass man zum Beispiel so eine Jugendreportage über, auch ja vielleicht jetzt nicht unbedingt deutsche Minderheit in Polen, sondern überhaupt nationale Minderheiten macht. Ja. Das wäre so ein Wunschprojekt, welches ich mal realisieren möchte. Unheimlich spannend und vor allem finde ich es gerade so gut, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns auch so breit aufzustellen und zu vernetzen. Ich glaube, dass das auch ein großer Gewinn ist für die deutschen Minderheiten in vielen, vielen verschiedenen Ländern. Ich finde es auch so interessant, wenn du sagst, ja, Puls, Funk, diese ganzen Formate sind dir bekannt. Über das Internet haben wir natürlich, über die Digitalisierung viel mehr die Möglichkeiten, dass diese Kultur und ja, diese redaktionellen Inhalte, die wir in den Ländern haben, dass sie auch über die Ländergrenzen hinaus bekannt werden und wir in Kontakt treten können, ne? Ich glaube, das ist genau die richtige Zeit dafür auch. Ich habe sogar einmal eines von den Formaten angeschrieben. Sie haben mir dann zurückgeschrieben, dass sie sich mit dem Thema bekannt machen, aber Ja. eine Info zurück habe ich nicht bekommen. Kommt Also noch. Es dauert manchmal länger bei denen. vielleicht wenn jemand aus dem lieben Auf Klo-Team aus Berlin diesen Podcast zufällig hören würde, Wir starten schreibe einen mich gerne Aufruf. an. Ich würde weiter sehr gerne sowas mit euch realisieren. Ja, wir starten auf jeden Fall den Aufruf. Also bitte zuhören. Hier ist eine sehr, sehr talentierte, engagierte junge Journalistin, die an dieser Stelle einen Projektvorschlag hat. Bitte zuhören. Ja, so wie ich mir das anhöre,
wirst du in diesem Bereich auf jeden Fall deinen Weg gehen und da wird man noch sehr viel von dir hören und sehen. Da bin ich überzeugt, auch über diesen Podcast hinaus. Vielen, vielen Dank dafür, dass du ja diese spannenden Einblicke mit uns geteilt hast in dein Leben und in dein Schaffen und Tun. Und natürlich wünsche ich dir auch stellvertretend für alle ZuhörerInnen, die gerade mit dabei sind, viel, viel Erfolg bei deinen Projekten und natürlich auch viel, viel Erfolg jetzt mit der Schule, mit dem Abitur nächsten Jahr. Wir drücken alle die Daumen. Dankeschön. Sehr gerne. Und mich Danke. freut es auch, dass ich hier dabei sein konnte. Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.